Hallöchen zusammen, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Reforged Eden 2. Ich bin gerade auf die Idee gekommen, wir bräuchten hier ein bisschen noch was. Mal Holzvollernter, Bohrmaschine, große Bohrmaschine ist natürlich genial. Aber wir bräuchten ein paar Schubdüsen. Ein paar kleinere Schubdüsen. Deswegen ist es gerade die Frage. Container hier, Container dort. Frachtbox. Wenn wir jetzt hier ein bisschen was anfertigen würden. Grundmaterialien. Ja, bitte. Mach mal so viel, wie du nur kannst. Macht immer gleich 10 Bahnen draus. Okay. Theoretisch. Masse 20 Kilo. Masse 6 Kilo. Ich hoffe mal, es wird jetzt nicht schwerer dadurch. Das wäre jetzt nämlich ein bisschen arg unschön, sagen wir es mal so. Einmal können wir es noch durchziehen. Einmal geht noch. 6 Kilo, 2 Kilo. Ist in Ordnung. Dann sagen wir bitte, wir haben dich hier. Ich möchte hier bitte Siliziumbahn, da habe ich auch Siliziumbahn. Was benötigen wir denn dafür? Wenn ich jetzt sagen würde, wir brauchen Schubdüsen, weil ich möchte ein bisschen schneller zu Hause sein dieses Mal. Zwar zwei Schweber sind auch was, aber was Größeres hier. ML. M würde ausreichen. Es wäre sogar Stahlplatten. Mechanische Komponenten und Co. Okay. Rohre, Elektrotechnik, Motor. Wenn ich jetzt sagen würde, zack, du hier. Wo bist du denn drin? Kühlschrank, nein. Box 1. Dich nehmen wir mit. Dann tun wir dich mitnehmen und dich reinschmeißen. Und wir haben jetzt noch mehr mit Kupfer drinnen. Haben wir irgendwo Eisen zufällig gerade drinnen. Wir haben nur noch mehr Kupfer. Noch mehr Kupfer. Okay, vergiss die Aktion. Vor geht die Aktion. Ich hätte gedacht, ich könnte noch ein bisschen mehr Kupfer reinmachen, aber anscheinend nein. Okay, dann müssen wir zurückgehen. Dann hilft es alles nichts. Wir müssen zurück. Den lieben langen Weg einmal hier durchziehen bis zu unserer Basis. Jetzt gerne ein bisschen anders gehabt, gehe ich auch gleich zu, aber ja. Upale. Haut halt nicht immer hin. Muss sagen, haut leider nicht immer hin. Aber zumindest können wir über den See drüber rauschen. Wenn wir dazu in der Lage sind. Ich gerade die ganze Zeit hier die Büsche im Weg sind. Können wir mal gucken, ob wir vielleicht die größeren Pets herbekommen. Weil mit größeren Pets können wir auch quasi höher schweben. Das dürfte uns höchstwahrscheinlich auch relativ gut entgegenkommen. Wenn wir die Baumwipfel ein bisschen größer sind, dann können wir auch ein bisschen mehr transportieren etc. pp. Ihr wisst doch, was ich hinaus möchte. Weil gerade hier zum Beispiel diese, was haben wir gerade? Was ist sogar gerade ein bisschen mehr? 24? Ach, wahrscheinlich, weil ich das Rohmaterial verarbeitet habe. Das kann recht gut sein. Dass wir dadurch jetzt ein bisschen leichter geworden sind. Ich sag nicht nein dazu. Wie schaut es momentan aus? Okay, fast. Fast sind wir am Wasser dran. Oh, komm schon. Spiel. Mach mich nicht kaputt. Mach mich nicht kürre. Ich will einfach nur hier durch. Na. Wo zum Geil hänge ich denn jetzt? Hier, hier und hier. Es sind hier nur Bäume im Weg gerade. Okay, einen Augenblick. Einen Augenblick. So, du hier. Wo sind wir denn? Da sind wir zu Hause. Weg mit dir. Das gibt so eine. Natürlich, genau jetzt nachladen. War ja typisch. So, jetzt aber. Lasset mich hier durch. So, das war Baum Nummer 1. Wo ist der andere? Hier, das bist du hier. Mal gucken, ob wir Bäume nicht auch irgendwie verarbeiten können zu. Ne? Jetzt da. Wir haben dich, wir haben dich, wir haben dich. Jetzt müssen wir wieder frei sein. Yep. Jetzt haut's wieder hin. Ah, Natur. Warum musst du mir im Weg sein? Ich verstehe es nicht.
Hier noch, wunderbar, ah, endlich. Freie Bahn, aber sowas von. 19 km/h und weiter. 20. Über 100. Ja, ist gut, ist gut, ist gut. Und Dankeschön. Das freie Meer. Oh. Es gibt doch nichts Schöneres und Beruhigenderes. Ja, jetzt wenige Sekunde ist sie noch ein bisschen langsam. Aber schneller geht es gerade nicht. Wir können auch kein Gas geben. Nein, das war's soweit. Ich kann auch sonst nichts machen. Ne. Wir sind darauf angewiesen. Es gibt auch nichts zu tun mittlerweile, oder? Nein, das ist einfach nur die große Leere an der Stelle. Die riesengroße Leere. Hätte ich mich ein bisschen früher bemüht, wäre es anders ausgegangen. Aber wir können eine Sache machen. Ich mache einen kleinen Cut. Die Waldfee. Das hat jetzt lange gedauert. Das hat ziemlich lange gedauert. Aber das Schöne ist, ich habe noch zwei Siliziumerzlager gefunden auf dem Planeten. Was das Ganze wieder ein bisschen besser macht. Aber nichtsdestotrotz, du bewegst dich rein gar nicht. Haben wir echt hier gar keinen Wind oder was? Ist das wirklich so 20% Batterieaufladung? Das ist nicht viel. Aber ich glaube, das war auch kein richtig sonniger Tag. Wenn ich es im Hinterkopf habe. So, erstmal dich rein und dich rein. Dich behalten wir mal hier. Das passt. Dann holen wir uns anderes Zeug noch rein. Und dann werden wir mal gucken, dass wir da ein bisschen was zustande bekommen. Du warst netter. Wo warst du denn? Hier drinnen. Zack, zack, zack. Wunderbar. Munition lassen wir schon. Dich auch. Kühlschrank. Her damit. Frachtcontainer 1. Dich hier. Dich nehmen wir auch noch mit. Und den Rest können wir auch noch mitnehmen. Gucken wir mal, ob wir das ganze Zeug für sie machen können. Oder etwaig nicht. Rein, rein. Pflanzen rein. Dich rein. Knochen nicht. Nein, Knochen kommen hier rein. Zack, 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 zack. Wunderbar. Können wir gleich alles starten mit der Produktion? Ich meine, wir haben es eh gleich Tag. Das ist noch das bisschen Gute daran, dass wir halt das wollten wir nicht, das wollten wir. Wunderbar. Damit wir das anfangen können, vielleicht kann man nämlich auch da gucken, dass wir jetzt etwas größeren Schweber bauen können nebenbei noch. Das wäre gar nicht mal so das Stimmste. Insofern wir natürlich den Tech zu haben, das ist die Frage. Bodenkleide, genau. Das wollte man. Schildgenerator, Flugspulen. Ich glaube, das haben wir jetzt nicht, aber was soll's? Weil der kleine Generator. Das können wir nur mitnehmen. Medizinische Schwebegruppe enthält Gravitationsgenerator mit unterschiedlichen Reichweiten. Bohrer, Minigun, Plasmatürme. Light Laser Turret. Puh, natürlich auch eine ganze Sache. Große Frachtbox für Erz, okay. Gatling Raygun macht natürlich mehr Schaden. Juckt es aber gerade eher weniger. CPU-Verwaltung auf jeden Fall. Schubdüsen. Jet-Schubdüsen. Oh yeah. Schubkraft 4200. Schon 17.000. Das macht mehr. Das macht wesentlich mehr. Boost erzeugt einen kurzen, starken Kraftimpuls, der es dem ermöglicht, einen Sprung auszuführen. Ja. Einfach mal ja. Passagier geschlossen. Cockpit. Das ist etwas größer, so wie es ausschaut. Scheinwerfer, Industrieflutlicht brauchen wir nicht. Drahtlose Verbindung brauchen wir auch nicht. Das heißt, momentan sollten wir eigentlich die Sachen von Hover komplett haben. Theoretisch zumindest. Lass mal sagen, Schweber. 1, 2, 3, 4. Gucken wir mal, ob das möglich ist, beziehungsweise was wir auch bräuchten eigentlich, wäre ein Deconstructor. Das wäre noch was. Können wir den zufällig machen? Deconstructor. Ne, da fehlen uns die Sachen dazu. Schade. Das wäre das Coolste überhaupt gewesen. Aber wir haben die 4 Stück, das passt schon mal. Und währenddessen können wir sagen, du sollst mir bitte. Bam, 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 wo haben wir es denn?
gehärteter Stahlblock? Ne, normaler reicht vollkommen aus. Künstliche Masseblock. Stahlplatten. Braucht weniger. So, 50 Kilo. 16 Kilo. Wings of Control, so ein Wurf, Turning and Lift in Atmosphäre. In Atmosphäre fliegen, das wäre natürlich auch lustig, aber nein. Wie wäre es gehärteter Stahl? 32 Kilo. Stahl- und Titanplatten. Wir haben nur Stahlplatten übrig. Das heißt, wir sagen einfach mal hier. 1, 2, 3 Stück davon. Währenddessen. Bam, 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 bam. Können wir nur sagen, bitte. Aufbewahrungsbox, Erz und Holz, 2000 Lebenspunkte, ein paar Einheiten, ja, Pferde mit. Und wenn du das noch hast, können wir nur sagen, bräuchte noch Antriebe, die können aber die anderen auch noch machen. Grünfabrik, Scheinwerfer, die haben wir bereits. Es wäre noch gut, wenn man bei ihm hier noch Flügel, das ist natürlich auch cool. Nein, ich brauche noch ein bisschen Sprit. Ja, da ist nicht viel übrig. Da ist überhaupt nicht viel übrig sogar. Bei dir können wir sagen, Jerky-Fleisch. Vielleicht zwei natürliche Salzstoffe. Salz, zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Fleisch nochmal herstellen. Eier herstellen, keine Ahnung. Und die Energie geht nach unten, die Batterie. Aber wir sollten Tag haben. Sogar ein relativ... Jetzt habe ich so viel aufgestellt und trotzdem wird es nichts. Okay. Was haben wir so schnell im Angebot? Was uns vielleicht helfen könnte. Hover-mäßig im größeren Bereich. Bam, 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 bam. Dich, 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 dich. Düsen haben wir gesagt gehabt. Eins, zwei Schubdüsen machen wir noch. Und Fahrwerke haben wir bereits. Brauchen wir die eigentlich als Hover? Eigentlich nein, eigentlich wirklich nicht. Kobaltlegierung haben wir. Cockpit haben wir dich hier. Inwiefern können wir dich denn abbauen? Das wäre jetzt interessant zu wissen. Weil dich brauchen wir ja so nicht mehr. Ja, dich können wir eigentlich komplett verschrotten. Wenn ich das so richtig sehe, eigentlich ja. Aber wir können es natürlich nicht direkt nehmen, wenn ich das so angucke. Zack, bitteschön, einmal essen. Ein bisschen Käse noch hinterher, denn warum nicht? Nochmal ein Schinken. Und... Nahwert 35. Ja, die haben einfach nur einen Nährwert. Das passt dann schon. So, danke dafür. Du bist fertig? Nein, du bist immer noch am Basteln und am Rödeln. Schaut's mal dir aus. Ebenso. Dann könnte man mal gucken eigentlich. Dich wollte ich eigentlich nicht haben. Ich habe Nährstoffe, ich habe das, ich habe das. Wie wäre es denn mit Setzlingen für Bio? Getreide, Gemüse, Gemüse, Früchte, Beeren, Kräuter, Früchte, natürlich Süßstoff, Ei, Pflanzenfasern. Ah, es war das Tier mit Wasser. Ja. Dem Thema bin ich richtig schlecht, gebe ich zu. Theoretisch müsste man dann einen... Ich muss was für einen kompakten Generator machen. Eisenerz. Okay, warte mal. Wenn wir das kompakt machen können. Eisenerz, Eisenerz, Eisenerz. Wo bist du, Eisenerz? Titan, Eisenerz. Dankeschön. Mhm. Können wir dich wieder reinschmeißen, das passt. Ansonsten sind wir hier mit allem fertig, wenn ich das richtig sehe. Ja, yep, 10 Stück davon, her damit. Fahrwerke, haben wir gesagt, brauchen wir jetzt gerade noch nicht. Aber der Rest wäre interessant. Wir haben die Schwebesysteme, 4 Stück. Wir können dich wieder reinschmeißen und dich mal reinschmeißen. Stahlblöcke S und L. Dann machen wir mal S so ein bisschen was.
Definitiv. Und gucken mal, ob man da was hinbekommen könnten irgendwie. Sadle, wir sagen bitte. Schwebeplattform. Geht nicht. Ah, stimmt, ich brauche noch einen Chorbereich. Ich glaube, ich brauche noch den Chor dazu, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, ich brauche noch einen Chor. Mist. Muss ich doch. Irgendwas fehlt. Irgendwas fehlt immer. Irgendwas fehlt immer. Schwebechor, Schwebe, Schwebe, Schwebe. Ich müsste es da drin sein. Bodenkleider. Ja, kein Traumschiff wäre jetzt auch interessant, aber wir bleiben mal bei Bodenkleider. Yep, viel Spaß damit. Was haben wir sonst noch gerade fertig gemacht? Die anderen Düsen, dich, dich und dich hier. Das passt soweit. Gewicht ist ziemlich groß. 1 Kilo. Gerade sagen 200. Nochmal was. Ich glaube, da haben wir noch nichts dafür. Haben wir noch gar nichts. Da haben wir ein bisschen Gewicht, aber sonst haben wir nicht, auch nichts mehr da. Okay. Schaut's denn hier aus? Du bist gleich fertig. Das ist in Ordnung. Und du brauchst einfach ein bisschen bis alles durchgearbeitet ist, ja. Strom 18%. Schau mal kurz, wie es da draußen ausschaut. Ja, es will einfach kein Wind wehen. Und ihr seid. Ja, ihr arbeitet relativ gut, eigentlich muss man sagen, aber die Decke hier ist einfach, die ist zu massivst. Gib ich zu, die ist zu massivst. Bist du fertig? Ja, zum Glück. Zum Glück rein damit und bitte zack, zack und nein damit. So. Dann hätte ich ja gerne. Genau. Wie geht's nach vorne? Hier geht's nach vorne. Zack. Okay. Bitte Steuerkugel S machen. Wir bauen nach hinten. Ich überlege jetzt gerade. Sollen wir es relativ mittig aufbauen? Eigentlich ja. Komm, wir bauen es mittig auf. Das war ich nicht da. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt wäre es natürlich cool, wenn das eigentlich nach oben stehen würde. Das ist so ein bisschen ungünstig, sagen wir es mal so. Sehr, sehr ungünstig sogar. Gewehr, du kommst mal da rein. Wie kriege ich dich nach oben? N. Building. Debug. Zeige Masseschwerpunkt da. Nein, Integrität ist auch in Ordnung. Luftdichte Blöcke sind sie auch nicht. So. Können wir denn XYZ Symmetrieachse wählen? Das war's nicht. Da. Das war's auch nicht. Das war's aber. Definitiv war's das. Okay. Bitte einmal mehr. Ah, das war jetzt falsch. Natürlich. Hierhin wählen. Merken, Dankeschön. So, aber dich möchte ich eigentlich nach oben haben. Das ist das große Problem. Du hier. Power. Du hast keine Power. Ich weiß, aber irgendwie dich nach oben bringen. Ja. Wenn du nur schweben könntest, wäre das Ganze noch so viel einfacher. So, wir haben dich hier. Dann tun wir dich nach da drüben schicken. Das gleiche machen wir ja auch. Einfach mal komplett hier durchziehen. Dass wir eine gewisse Grundstruktur hier haben. Während ich nichts mehr habe, so wie es ausschaut. Okay, bitte verbinden mit allem. Ich hätte gerne. Ja, da haben wir sogar einen Detektor noch. Können wir uns gleich noch angucken, wie. Können wir gucken, wie groß der ist. Die Antriebe brauchen wir und euch brauchen wir auch hier noch hier.
Definitiv, ja. Du bist ziemlich klein. Na, ich gehe in Ordnung. Sadle. Wir haben dich, dich, dich und ebenso dich hier. Einmal zubauen, einmal zubauen. So. Das schaut schon nicht schlecht aus. Wenn wir jetzt nur sagen würden, wir gehen hier hin, wir gehen hier hin. Dann bräuchten wir jetzt noch ein Cockpit, wenn ich das richtig sehe. Definitiv sogar. Da kommen wir gleich dazu. Ein klitzekleines Cockpit noch. Ich bitte darum. Cockpit, 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 Cockpit. Hier ein kleines machen. Und 1, 2, 3, 4. Die mal kurz machen. Okay, vielleicht machst du das der Kleine dann einfach mal. Kann das? 1, 2, 3, 4. Damit wir es quasi in die Höhe bekommen können irgendwie. Sonst wird es nämlich gar nichts. Andockplatte, um sein Raumschiff zu befestigen. Das ist natürlich auch cool. Gebe ich zu, es hat auch was. Dann bräuchte man noch auf jeden Fall einen Generator. Definitiv. Und wir bräuchten noch Treibstofftank. Für Kraftstoffe 1000. Ja, den bräuchten wir auch noch. Den Rest brauchen wir gerade nicht. Scheinwerfer, ja, wobei doch zwei Lichter können wir immer gebrauchen. Das wäre noch eine Sache. Container und Co. können wir uns nachher noch gönnen. Yep. Du bist fertig mit dem, was du gemacht hast? Yep, okay, alles klar. Dann sagen wir doch mal zu Gaudi. Ich hätte gerne eine Verbindung. Ich hätte gerne die hier. Das ist nur, weil ich nicht weiß, wie man es richtig baut. Sagen wir dich dazu und dich dazu. Sördle. Dann hätte ich gerne ein Cockpit. Wunderbar. Ein legendäres Cockpit. Oh la la, aber auch. Das schaut auch interessant aus. Ich glaube, ich bin mit einem. Ich will da gut sehen können, auf jeden Fall. Ich glaube, da wäre das nicht das Verkehrteste. Ja, das passt. Das ist soweit in Ordnung. Halt, das wird mir nicht. Wie schaut's aus mit Generator? IC, Treibstoff haben wir hier. Generator ist hier. Alles klar. Sag mal dich mal so hin. Und dich mal so hin. Wunderbar. Dann sollte man ein bisschen was noch drin haben. Detektor können wir gleich noch hinbauen, wenn wir es können. Oberhalb drauf. Sitzt passend Luft. So, jetzt gucken wir noch mal. Wir können auch bestimmt ein bisschen was hier reinpumpen, oder? Ich habe hier 10 Stück haben wir drin. Passt soweit. Bitte. Wir möchten Hauptbereich bitte aufpowern. Du bist nicht zu hoch, aber es macht nichts. Das macht rein gar nichts aus. Müssen wir selber kurz nachgucken. Jetzt sind wir zu Hause. System hier. Und System. Na komm, dort. Ich möchte sie unten hinklatschen. Okay, anders. Geht's mit der Drohne? Ja, das schaut schon ein bisschen besser aus. Das passt. So, jetzt müssen wir eigentlich höher kommen, theoretisch. Oh yeah. Okay, ja, definitiv. Bei sagt immer noch 3 Meter. Weil ich eigentlich gedacht habe, wir kämen jetzt höher mit dem Ganzen.
Schade. Okay. Muss ich gerade nochmal gucken. Power bitte ausmachen. Dankeschön. Bitte einmal rausgehen. Ich hätte gedacht, die wären stärker, diese Schwebesysteme. Gucken wir doch nochmal kurz nach. Beziehungsweise hier können wir sagen. Ja, wir können es gleich bauen. Können wir gleich noch machen. Zack, 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 zack. So. Schwebesysteme. Schwebe, Schwebe, Schwebesysteme hier. 60 Kilonewton. Die sind auf jeden Fall stärker. Aber vielleicht können die trotzdem. Vielleicht geht es trotzdem nicht im Bereich des Möglichen. Okay, ansonsten, wir benötigen 2 für Erz und Holz auf jeden Fall. Dann machen wir einen großen Frachtraum für einfach so. Einen Kühlschrank brauchen wir noch, definitiv. Lichter und Co. sollten wir eigentlich haben. Schubdüsen haben wir dann auch. Für Notdrehungen. RCS bräuchten wir eigentlich nicht. Platten bräuchten wir auch nicht. Waffensysteme, ja, doch. Gatling, Light Gatling. Was haben wir gesagt gehabt? Die Gatling verwendet die Munition. Aber was ist, wenn wir jetzt sagen würden, hey, wir sind gefährlicher? Ich hätte gerne eine mittleres Projektilgeschoss. 20 mm. Lasergun, Volksxenostahl. Medium Railgun. Das wäre doch was. Was benötigt die Munition? Railgun Typ 1 und Railgun, Medium Railgun. Okay, was benötigt denn Medium Railgun Munition? Wie schaut es da aus? Rager-Munition Typ 1 benötigt Kobalt. Okay, vergiss es. Gatling. Lightcan 30 mal 300. Kleine Kanone. Die haben wir jetzt auch schon parat. Dann passt das, kriegt das Ding die kleine Kanone noch oben drauf. Sobald wir damit fertig sind. Okay, gut. Dann weiterbauen. Kein gestiegener Zweck drin. Ah, ja, Moment. Dann müssen wir dich kurz ein bisschen wieder zurückfahren. Sonst bringt es nämlich gar nichts. 34, das ist schon mal schneller als davor. Wesentlich schneller als davor. So, wir müssten jetzt genau ein bisschen Schäps liegen, aber das macht nichts. Wir sind hier auf jeden Fall im Logistiknetzwerk drin. Können dem dann sagen, Schubdüsen, ihr kommt mal mit. Bitte. Das wollten wir doch sehen. Schubdüsen, einmal dorthin und einmal dorthin. Dann sind wir richtig gut mit dabei. Sodele, jetzt zu den anderen Sachen. Erzcontainer. Okay, vergiss es, der eine ist schon groß genug, so wie es ausschaut. Der ist massiv groß. Holla, die Waldfee. Okay, können wir gleich mit dich hinbauen. Dann bitte einmal hingestellt. Einer reicht aus in dem Fall. Voll und ganz. Großer Frachtraum. Oh, meine Güte, ja. Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Was sollte wir bauen in die Höhe? Wir bauen in die Höhe. Kannst du dich noch bewegen dadurch? Das ist die große Frage. Reicht der Schub aus? Du bist auf jeden Fall schnell. Bis zu 3 Meter oben drüber. Huh, du bist richtig schnell. Okay. Passt, passt, passt. Okay, Moment, Moment. Sottle. Heieieiei. Und wir können nebenbei scannen. Er wird immer besser. Es wird immer. Oh, Hallöchen aber auch. Die Reichweite ist auch phänomenal, stelle ich gerade fest. Deaktivieren.
Okay, wir haben keine Probleme damit. Wir haben überhaupt keine Probleme damit. Okay. Dann benötigen wir, wenn wir die Knarre noch oben drauf bauen, auch noch eine Munitionskiste auf jeden Fall. Dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam. Wo ist die Munitionskiste? Können Sie hier blocken? Nein. Kontrollelement für Munition. Das ist auf jeden Fall wichtig. Und das andere war das der Dynamo. Das können wir auch noch hinbauen. Ich habe so. Ich wollte gerade sagen, okay, Radarsignale. Das macht das Leben umso viel einfacher, wenn gefühlt ein Viertel des Planeten gescannt wird durch die Aktion. So, noch einmal. Halt so und so. Dann sagen wir bitte Scheinwerferblöcke als nächstes draufklatschen. Denn warum nicht? Dann sieht man auch da was. Dieses Ding ist potthässlich. Massivst hässlich sogar. Eventuell macht es sogar Sinn, die seitlich hinzubauen. Das wäre eigentlich nur was. Okay, machen wir. Idee. Moment. Zerlegen. Besser. Bitte Frachtcontainer Nummer 1. Jetzt wird es nicht mehr symmetrisch bitte gemacht. Dankeschön. Können wir das einmal quasi so hinklatschen? Wunderbar. Und kann man nebenbei eigentlich, kann man mit der Drohne auch was bauen? Schade. Okay, müssen wir es für Fuß machen. Ah. Immer diese Fußoperation hier. Okay, noch einmal bitte. Ich hätte hier gerne für den Hoverer großen Frachtcontainer. Wunderbar. Da habt ihr das da hier. Und na komm, lass mich nochmal rein. Das da hier. Wunderbar. Sollte soweit fertig sein. Sprit wäre noch ein bisschen schön. Aber man kann hier mal alles haben. Sadle, jetzt da. Wo bist du denn? Großer Frachtcontainer. Yep. Und zum Munitionscontainer kommt ebenso noch mit rein. So, Frachtcontainer dorthin. Munitionscontainer können wir. Ich überlege gerade getrost hier oben drauf machen. Ja, bitteschön. Das kommt dorthin. Und nebendran können wir auch den Kühlschrank hinstellen. Ja, Munition und Kühlschrank ist am selben Platz. Dann machen wir noch Light Cannon. Damit wir die auch immer sehen. Hehehe. Gefällt mir. Und dann haben wir noch den RC drinnen. Genau, wie genau das funktioniert, aber ich glaube mal, das wird schon irgendwie gehen. Direkt dorthin geschmissen. So, schon mal, glaube ich, nichts mehr, oder? O2-Tank, den braucht man nicht. Ah, ein paar Lichter. Ich meine, ja, warum nicht? In der Theorie. Sind ein bisschen klein, gebe ich zu. Aber dadurch könnten wir vielleicht die Umgebung erhellen. Das wäre vielleicht so eine Sache. Ja, was soll es kommen? Einmal hier, einmal dort. Einmal hier. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Einmal hier und einmal dort. Na komm. Jetzt da. Für vorne haben wir schon welche. Dann machen wir noch. Sind die jetzt alle hochkant? Ja, dann müsste sie ja hochkant sein. Zack. Und zack, so wunderbar. Das schaut jetzt nochmal so übel aus. Ich hätte gerne dich hier drinnen. Die Gerätschaften. Lichter sollen bitte große Reichweite haben. Strahlen überall hin, es soll alles beleuchtet werden.
Discussed. Hier auch. Das werden wir dann ja nachts sehen, ob das richtig ist oder falsch. Eins, zwei. Drei. Vier. Und Nummer 5. Schubdüsen sind aktiv. Hat-Anzeige brauchen wir nicht. Auf Hat brauchen wir solche Anzeigen. Schwebe sind aktiv. Ja, das passt soweit alles. Light Cannon ist mit dabei. Der Rest ebenso. Treibstofftank ist das, wo noch ein bisschen was Probleme macht. Aber sonst würde ich sagen, passt alles soweit. Dann mein kleiner Freund. Du hast mir gute Dienste erwiesen. Aber jetzt nicht mehr. Her mit dir. Mhm. Dann können wir den eigentlich quasi verschrotten. Ich bräuchte das Multitool eigentlich. Wobei. Zerlegen. Ja, dich zerlegen wir komplett. Was soll's. Mhm, dann kriegen wir alles zurück. Mhm. Da ist noch ein bisschen was, da ist noch ein bisschen was drin. Ein bisschen gucken, nicht, dass wir voll werden, aber theoretisch sollte man nicht voll werden. Und gerade so Motoren und alles drum und dran sind doch noch wertvoll. Ja, eventuell hier noch ein bisschen was wegnehmen. Aber so sollten wir durchgehen. Und so können wir quasi auch ohne Probleme dann hoffentlich die Sachen quasi noch herstellen, die wir für die Quest brauchen. Müssen wir gerade mal gucken, was es ist. Weil ich würde mal behaupten. So, Core, alles weg. Dankeschön. Weil ich glaube nämlich, wenn ich das jetzt starte, hat es erstmal hier die Kugeln vor uns rein. Und dann gucken wir nochmal kurz. Starten bitte. Zack und zack. Power-Modus ist an. Ja. Das ist wesentlich besser. Wir driften nicht mehr. Ja, okay. Da haben wir ein bisschen was, da haben wir ein bisschen was. Aber insgesamt läuft es besser. Ah. Nachladen. Ja, ein bisschen Probleme haben wir hier hochzukommen. Aber sonst scheint es relativ gut zu funktionieren. Okay. Mit der dreifachen Geschwindigkeit können wir auch was anfangen. Ich bin begeistert. So, aber wir weitermachen werden in der nächsten Folge. Macht's gut und wie immer. Tschüss.